Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit. Nachdem wir beim letzten Mal uns allgemein mit den Grundbegriffen des Source Code Managements beschäftigt haben, soll es diesmal am Beispiel von Git darum gehen, wie das konkret funktioniert. Git ist das Source Code Management System, das wir dieses Semester verwenden. Warum verwenden wir das? Es gibt so ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Schauen wir uns mal ein paar Eigenschaften an. Also es ist erstmal ein verteiltes Source Code Management System. Also so wie wir es gesehen haben, ich kann nicht nur alleine damit arbeiten, sondern ich kann auch mit Partnern arbeiten. Es wurde ursprünglich von Linus Torvalds 2005 initiiert, das Projekt, und auch eine erste Version implementiert. Es ist Open Source und es ist heute neben Subversion das Source Code Management System mit der größten Verbreitung. Im Bereich Open Source ist es eines der dominierenden Systeme. Ich habe hier mal als Beispiel die Zahlen von OpenHub rausgesucht. Die haben im April 2019 mal geguckt, was denn so die Projekte, die bei ihnen gelistet sind, verwenden. Und da weisen die aus, dass 69% aller registrierten Softwareprojekte Git verwenden. Und auf dem zweiten Platz mit 25% liegt dann Subversion. Das heißt, alles andere ist dann, wenn man das beides zusammenzählt, unter ferner liefen. Es ist kein zentraler Server notwendig. Es ist in verschiedene Online-Angebote integriert. Also es gibt GitHub, GitLab, Bitbucket und noch andere Plattformen, die eben als eine Schnittstelle für Git anbieten. Und es ist daher als schneller Einstieg für Studium, Hobby und Startups sehr gut geeignet. Also Sie können im Prinzip, werden wir auch gleich sehen, sofort loslegen. Und es gilt ja immer noch die Regel, Source Code Management ist immer besser als kein Source Code Management. Also wenn es losgeht, dass Sie irgendwas machen, dann immer Source Code Management. Erinnern wir uns nochmal, also es ging hier um den Entwickler und der hatte hier so seine Projekte und dann hat er das immer committed und in seinen Vault geworfen. Das heißt also hier, die Dinger sind eben verfügbar in verschiedenen Versionen. Ne? Also wieder das Beispiel, mein Quellcode lief gestern noch, das ist die Version von gestern, kann ich mir wieder rausholen. Jetzt steht hier als Eigenschaft von Git nichtlineare Entwicklung. Was verstehen die unter nichtlineare Entwicklung? Also wenn ich das hier angucke, das sieht schon ziemlich linear aus. Also er hier hat immer einfach fleißig eingecheckt und dann sehen wir hier entsteht eben so eine Versionshistorie und da kann ich über die Zeit zurückgucken, was ich so gemacht habe. Nichtlinear im Sinne von Git heißt, ich habe hier jetzt mal meinen Entwickler und der fängt an mit einem Projekt und dann entwickelt er irgendwie daran weiter, hat diese Version eingefroren und weiß, okay, die hängt da dran. Und das ist die Nachfolgeversion. Parallel dazu macht er sich noch eine zweite Version. Ja. Jetzt sehen wir auch schon, was nicht linear heißt. Also es gibt hier irgendwie die Möglichkeit offensichtlich, andere Versionen parallel zu haben. Ja, das erinnert schon sehr an einen Branch, wie wir das im Source Code Management allgemein gesehen haben. In Git ist das aber die Philosophie. Die Philosophie ist, egal was ich mache immer erstmal vielleicht einen Branch oder ich mache eine neue Version. Das heißt also, das Ganze, die existiert hier parallel, jetzt kann ich an dem hier weiterarbeiten und irgendwann führt er das hier wieder zusammen. Also das ist hier wieder unser klassischer Merge, so wie wir das auch aus dem gemeinsamen Arbeiten kennen. Das ist die Philosophie von Git, dass das Ganze eben nicht linear stattfindet, sondern eben in solchen Netzen, sage ich jetzt mal. Es gibt keinen zentralen Server. Naja gut, also wir haben uns überlegt, okay, hier sitzt unser Entwickler, der hat dieses Repository, da liegt jetzt liegen die Daten drin. Ja, und jetzt sagen wir, okay, dieses Zeug hier, also dieser zweite Strang, der liegt jetzt in einem anderen Repository. Ja, warum? Naja, unter Umständen ist das ein anderer Entwickler, der daran arbeitet. Und die Philosophie ist jetzt eben, dass die eben jeder so ein eigenes Repository haben und jetzt aber gemeinsam hier auch die Sachen wieder zusammenführen können. Und in einem normalen Ablauf, also in einem normalen Workflow, wie man ihn betreiben würde, wäre das ja eben das Repository von diesem Entwickler, das ist das Repository von diesem Entwickler und das hier wäre jetzt zum Beispiel ein gemeinsames Repository, das die zum Beispiel auf GitHub gehostet haben. Ja, also das heißt, hier wird dann entsprechend die gemeinsame Version gepflegt. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir müssen jetzt zwischen diesen Repositories den Datentransfer organisieren. Also gibt es irgendwie sowas wie einen Push. Ja? So heißt es in der Git-Terminologie. Also ich kann jetzt hier per Push meine Version hier rüberschieben. Ja? Und per Fetch kann ich mir die Version auch holen. Ja? Das ist jetzt der Tatsache geschuldet, dass GitHub irgendwie zentral im Internet liegt. Also wäre aber genauso möglich, hier zwischen den Repositories direkt hin und her zu
pushen. Ja, also im Prinzip hier, das ist dieser Kreislauf und im Prinzip sind alle Repositories gleichberechtigt, aber es ist natürlich praktisch und wenn man es auf dem Workflow runterbricht, auch sinnvoll zu sagen, naja, also dieses GitHub-Ding oder das Zentrale, das hat halt irgendwie immer Versionen, die für alle interessant sind. Na, genauso rückwärts geht natürlich auch der Push von da nach da. Dann gibt es kryptografische Sicherheit der Projekthistorie. Das heißt, wenn ich hier dieses Ding habe, kann ich also genau sagen, okay, das muss auf dieser Version und auf dieser Version basieren, die wiederum auf dieser Version basiert haben und sind und so weiter. Wie wird das gemacht? Also grundsätzlich kann man sowas immer mit einem Hash machen. Also ich hänge hier oben einen Hash dran. Also ich mache einen Hash über alle Dateien, kommt so ein SH1 Hash raus, sieht ein bisschen kryptisch aus, aber ist im Prinzip auch nur eine Tüte von Bits, die in Base64 dargestellt sind. Okay, das kann ich jetzt mit jedem dieser einzelnen Kistchen machen. Damit kann ich erstmal sicherstellen, dass diese Kistchen unverändert sind. Und diese Projekthistorien-Sicherheit, die bekommt man jetzt dahin, indem man sagt, naja, also in diesen Hash, da packe ich immer noch den Vorgänger-Hash mit rein. Und dann habe ich am Ende ein durchgängiges System, wo ich sage, okay, für diesen Hash kann ich garantieren, dass es auf dem, dem, dem und dem basiert. Es gibt in Git eine ganz große Menge von Befehlen. Es gibt da auch Cheat Sheets. Also ich habe jetzt mal hier das von GitLab. Die sind auch im Anhang verlinkt, diese Cheat Sheets, aber die können Sie auch immer relativ leicht googeln. Wenn man also nicht mehr weiterkommt oder wenn man mal grundsätzlich wissen will, was passiert, kann man da drauf gucken. Die sind aber natürlich nicht allheilend. Ja? Also wenn man tatsächlich in die Innereien reinschauen möchte, dann braucht man die Dokumentation, die Online-Dokumentation, die vollständig. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Wir gucken jetzt mal so ein bisschen unter die Haube und schauen, wie das mit dem Git funktioniert. Und dazu schauen Sie sich das nächste Video in der Playlist an. Da geht's dann direkt damit weiter.